Okay, davon brauchen wir noch zwei. Dann kriegen wir den nächsten Skillpunkt und wenn ich das jetzt richtig sehe, müsste hier rechts der Boss der Mine sein. Ja, toll, kann man auch nicht hin. Oder? Okay, müssen wir doch ganz anders laufen. Lass mal gucken. Ja, dann einmal nach ganz oben, dann hier lang und dann wieder dahin. Okay, wir machen so ein bisschen, ja, Kreisverkehr so. Keine Ahnung. So richtig Kreis ist es nicht. Eher so ein N, was wir laufen, aber irgendwie kriegen wir das schon auf die Kette. Ich lasse jetzt auch mal die Monster nebenbei liegen, weil die sind alle sehr einfach und die machen so kein großes Damage. So kommen wir schneller durch die Quest. So, und durch die Mine, natürlich. Ist ja klar. Sind wir hier jetzt richtig? Ja, das sieht ziemlich komisch aus hier. Ist effektiv. Er hat kurzen Prozess gemacht mit dieser Eiermine. Der Eiter der Befallenen. Nahrungsquellen vernichten und dann betteln Sie Fürst Perito um Gnade. Es geht um die Nahrungsquelle und für den Fürsten Perite, dieser Seuchenfürst. Ja, der hat ja auch was mit der Hauptstory zu tun. Cool. Jetzt verstehen wir auch den Zusammenhang für das Ganze hier. All diese Zerstörung, all dieses Leid. Warum tun die das? Perites Willen und schmeckt meine verfesteten Klingen. Ihr könnt die Namen der Seuche nicht aufhalten. Aber immerhin habt ihr euch um ihren Anführer gekümmert. Danke. Einmal Lexia Kartenset. Jawohl. Damit können wir bald. Nein, was haben sie ihr angetan? Diese Mine ist tot ohne ihre Königin. Vielleicht können wir ja noch ihre Duftstoffdrüse retten. Das ist das Einzige, was uns noch beim Wiederaufbau helfen könnte. Ah ja. Die ist tot. Krass. Danke. Möglicherweise kann das Konsortium damit den Stock wieder aufbauen. Das arme Ding. Das war wahrlich meine schlimmste Angst. Die schlimmste Angst aller Inspektoren, die eine Mine überprüfen. Ohne die Königin werden diese Quarmer vermutlich weiterhin aggressiv sein und alle Leute gefährden. Damit können wir möglicherweise die erzürnten Quarmer beruhigen. So bleiben sie ruhig und arbeiten weiter, bis wir eine neue Königin finden, an die wir sie binden können. Oder sie eines natürlichen Todes sterben. Das ist keine Garantie, aber immerhin der Anfang einer Lösung. Okay, wir haben den Boss. Wir haben die Himmelsscherbe. Wir brauchen nur das Quammerfersch. Dann haben wir das Dungeon und die Quest fertig. Beides auf einmal. Ja, das ist doch gut. Sind wir echt schnell durchgekommen. War noch nicht mal 10 Minuten oder so, ne? Aufgepasst, Eierträger, behaltet die Skrips besser im Auge. Viele der Kleinen wandern in die älteren Teile der Mine und kehren von grünem Schleim überzogen zurück. Könnte eine Art Schimmel sein oder irgendetwas, das von der Oberfläche heruntertropft, aber es macht sie aggressiv. Ich wurde schon zweimal von ansonsten friedlichen Skrips gebissen. Auch wenn es dem Konsortium nicht gefallen wird, werden wir womöglich die Produktion einstellen müssen, bis wir wissen, woher dieses grüne Sekret kommt. Das Letzte, was wir jetzt brauchen können, ist eine Krankheit in der Mine. Ja, zu spät, haben wir gesehen. Ja, alles ist verseucht gewesen von den. Grüner Eiter. Könnte das die Ursache dieser Aggression sein? Dieser arme Stock. Das war alles. Gehen wir nach draußen.
Der Aufseher und die anderen sollten es mittlerweile hinausgeschafft haben. Super, denke ich mir auch. Die haben wir eben schon getroffen, die Aufseher. Mal gucken, ob sie die Mine wieder hinkriegen. Das war eine kleine schöne Quest, kleines schönes Verlies. Und damit hören wir uns mal an, was die Inspektorin so zu erzählen hat. Ich finde immer wieder faszinierend, wie viel Sprachausgabe diese Inspektorin hatte, was sie alles über diese Inspektion erzählt hat und über die Quarma und diese ganzen Nahrung und sowas alles und dafür, dass man einfach nur schnell ein paar Käfer killt. Nein, hat ja ein bisschen was mit der Story zu tun. Okay, mal gucken, wo dann gleich die nächste Story auf uns wartet. Jetzt erstmal hier das abschließen und dann gehen wir weiter. Aufseher, ich bin froh, dass ihr es hinausgeschafft habt. Mit eurem Fachwissen und der Duftstoffdrüse der Königin können wir die Mine im Nu wieder öffnen. Die Mine wieder öffnen? Nachdem das Konsortium uns dem Tod überlassen wollte? Nach Sovngarde mit dieser Mine. Ihr habt die Drüse der Königin. Öffnet die Mine doch selbst wieder. Wir gehen. Ulfengar, bitte überlegt es euch doch. Ulfengar? Mein Freund, könntet ihr mit dem Aufseher sprechen? Ohne diese Mine werden die Bewohner von Nekrom verhungern. Ohne Ulfengar hätten Barlok und ich es dort gar nicht erst rausgeschafft. Egal welche Entscheidung er trifft, ich stehe hinter ihm. Wenn Sindiet hier reinmarschiert und dabei umgekommen wäre, wie lange hätte es gedauert, bis das Konsortium noch jemanden schickt, um nach uns zu sehen? Einen Tag? Eine Woche? Wir hatten Glück, dass jemand wie ihr in der Nähe war. Ich danke euch, mein Freund, von ganzem Herzen. Ihr wollt also wirklich von hier weggehen? Sinedit ist der Ansicht, dass diese Mine ohne eure Hilfe dem Untergang geweiht ist. Das war sie von dem Augenblick an, in dem diese Konsortium-Hawker meine Briefe ignorierten. Meint Sindiet wirklich, dass die Drüse einer Königin und ein wenig harte Arbeit reichen werden, um hier wieder alles ins Lot zu bekommen? Ihr habt gesehen, was diese Kultisten taten. Dieser Ort hier ist verseucht. Er ist am Ende. Das Konsortium wird versuchen, die Mine neu zu eröffnen. Meint ihr wirklich, dass ich das sicher hinbekomme ohne euch als Aufseher? Ich versuche, ihn irgendwie zu überreden, dass er so toll ist. Dann ist das wohl meine Bürde. Bei Shores Knochen. Diese Mistkerle sind so gierig, dass sie das tatsächlich riskieren würden, nicht wahr? Mit einer frischen Königinnendrüse. Ah, nein. Wir bräuchten eine Armee von Eierträgern, Alchemisten, eine voll ausgestattete Garnison. Dem würde das Konsortium nie zustimmen. Also, entweder sage ich jetzt hier, nehmt die Königindrüse und formuliert eure Forderungen. Ja, die wird dafür sorgen, sonst klappt hier nichts mehr. Oder ihr tut gut daran, dem Konsortium zu misstrauen. Ich gebe Sinedit die Drüse und sage ihr, dass ihr mit der Sache fertig seid. Ja, schöner ist natürlich, wenn die helfen, ne? Oder? Ja, komm, wir lassen das hier mal helfen und die sollen zur Vernunft kommen. Nun, das werden wir wohl herausfinden. Gebt mir die Drüse und sagt Sindiet, dass wir bleiben, wenn das Konsortium alle Mitarbeiter und Ressourcen bereitstellt, die ich brauche. Sobald sie auch nur ansatzweise geizen, gehe ich. Und ich werde Malsa und Barlok mitnehmen. Nekrom sei verdammt. Das klang eigentlich, als sei es gut gelaufen. Bitte sagt mir, dass ihr gute Neuigkeiten habt. Ich brauche dringend etwas, das diesen Bericht an meine Vorgesetzten im Konsortium ein wenig leichter verdaulich macht. Ulfengar sagt, dass sie bleiben werden, aber nur, wenn das Konsortium seine Bedingungen erfüllt und die Mine säubert. Oh, vertraut mir. Ich werde dafür sorgen, dass das Konsortium das Richtige tut. Sie schicken eine Inspektorin anstatt Soldaten? Unglaublich. Die Sicherheit der Bewohner von Nekrom ist meine oberste Priorität. Nehmt meinen Dank und alles, was ich euch schulde. So, jetzt gibt's einen Kautschukstiefel des Eierbergarbeiters, aber ich muss sagen, mittlere Rüstung, nein, danke. Und ja, Kamona Tongset,
ist auch nicht so mein Ding. Das heißt, keine gute Belohnung, aber immerhin Gold und EP. Gut, dann fang damit an, dass sich um die Familien derer gekümmert wird, die in der Mine starben. Natürlich. Die Toten zu ehren ist der erste Schritt dabei, die Dinge wieder ins Lot zu bringen. Der erste von vielen. Sehr schön. Damit haben wir wieder eine tolle Quest erledigt. Mit einem guten Ende. Ja, irgendwie, wenn meine Figur nicht richtig geht. Egal, was die Zukunft bringen mag. Ich bin froh, dass ihr in diese Mine gekommen seid. Zu viele gute Leute sind hier gestorben. Und wir drei hätten enden können wie sie. Ich bin dankbar, dass dem nicht so ist. Und was hält die Zukunft für euch bereit? Es wird eine Weile dauern, bevor die Mine wieder eröffnet werden kann. Wir müssen sie erst säubern, eine neue Königin finden, neues Personal anstellen. Wenn sie mich als Aufseher behalten, können wir in ein paar Monaten vielleicht wieder loslegen. Aber das hängt jetzt alles vom Konsortium ab. Also weiter Aufseher. Meint ihr, ich würde das jemandem vom Konsortium zutrauen? Nein. Wir müssen auch bessere Posten für Malta und Barlock finden. Sie sind zwar jung, verstehen aber ihr Handwerk. Und nach all dem, was ihnen zugestoßen ist, haben sie die Beförderung verdient. Meint ihr, dass Synodet ihre Versprechen halten kann, euch zu helfen? Schwer zu sagen. Man kann eher Wasser aus einem Stein quetschen, als das Konsortium erfolgreich um etwas bitten. Aber sie kam mir recht zuversichtlich vor. Zurückhaltende Leute wie sie sind ohnehin gefährlicher hinter einem Schreibtisch. Manche Krieger ziehen die Feder dem Schwert vor. Super! Eine Quest von vielen, vielen, vielen erledigt. Jetzt kann ich auch mit gutem Gewissen alle Sachen hier abbauen, weil die alle sofort im Handwerksbeutel landen, noch bis zum 3. August. Oh, wie toll. Ah, ich liebe den Handwerksbeutel. So, wenn man den permanent freischalten könnte für irgendwie Kronen, dann würde ich den natürlich auch permanent kaufen. Aber das werden sie wohl nicht machen. Dafür muss man immer ESO Plus haben. Okay, ich würde sagen, wir gehen jetzt mal hier runter zu der Himmelsschärpe. Das sieht eigentlich ganz gut aus. Moment. Ich muss immer mal Ziel setzen. So. Und dann gehen wir hier hin nach Tel Drelot. Gucken mal, was da für eine Quest ist. Dann hier nach Selamun, ne, nach Selenmora. Ja, und dann machen wir hier unten alles. Ja, wir haben auf jeden Fall hier so einen Rundumweg, den wir noch machen müssen. Und dann, wenn wir damit durch sind, haben wir hier noch ganz viele Apokryphe. Also wir haben echt noch extrem viel zu tun. Und das dauert noch, bis wir hier durch sind. Aber jetzt erstmal ein bisschen hier an der Küste entlang. So schön ist die Telvanni-Halbinsel auch wieder nicht, ne? Alles tot, alles voller Asche wieder. Sieht so ein bisschen wie beim Morrowind aus. Finden wir vielleicht auch noch eine Quest hier irgendwo. Der hier steht ganz alleine hier rum und hat seinen Spaß. Okay, nichts los hier, aber er hatte irgendwas zu erledigen. So, da haben wir die nächste Himmelsscherbe. 2 von 3. Super, bald haben wir wieder zack, einen neuen Fertigkeitspunkt. Jetzt gucken wir mal, was da rundes Blaues ist auf der Map. Das müsste eigentlich so ein Becken sein, genau. Yes, sofort geöffnet die Truhe. Ja, so bringen die Becken aber gar nichts, ne? Hier sind so Becken. Damit kann man aber nichts machen. Man kann doch nicht mal rein. Hm. Okay, dann nicht. Dann mal zum nächsten Questort. Ich weiß nicht, was wir hier machen müssen. Also immer die Überraschung, ja. Man kommt an einen neuen Ort, auf einmal ist da ein Questgeber. Und glüht sanft, heißt die. Geil. Weil die hier so glühende Pilze hat, heißt die glüht sanft. So, hier haben wir ein neues Buch. Wenn ihr das lesen wollt,
lest es. Ja, kein Thema, aber ich lese das jetzt nicht vor, das dauert zu lang. Wir wollen ein bisschen weiter questen. Aber ihr könnt... Ich weiß es nicht, dass sie mich einfach rausgeworfen hat. Was soll ich jetzt bloß tun? Aber ihr könnt das Vorlesen freischalten, indem ihr die Gari-Punkte benutzt, unten auf den lila Kreis drückt und dort sagt, neue Bücher vorlesen. Ja, aber ansonsten lese ich die erstmal nicht vor. Bitte, ich kann mich sonst an niemanden wenden. Ich brauche Hilfe. Ich habe als Dienerin in den Türmen von Tel Drelot gearbeitet. Natun, der Sohn von Herrn Drelot, wird dort gefangen gehalten. Zumindest glaube ich, dass es so sein muss. Aha. Ein Sohn einfach so gefangen. Okay, wie kommt der darauf? Natun und ich hatten geplant, Tel Drelot zusammen zu verlassen. Jemand muss das herausgefunden haben, denn an dem Tag, als wir gehen wollten, habe ich meine Anstellung verloren. Herrn Drelot, oder Satile, schätze ich, warf mich raus, ohne dass ich Natun sehen durfte. Und wo, meint ihr, ist Natun jetzt? Wenn sie ihn gegen seinen Willen festhält, dürfte er im Isolationsturm sein. Der einzige Zugang führt durch das Labor in der Kaverne, die darunter verläuft. Es gibt einen Schlüssel dazu auf der obersten Etage des Hauptturms. Bitte, könnt ihr mir helfen? Ich zahle auch für eure Unterstützung. Ich werde euch helfen, den Schlüssel zu beschaffen und Natun zu retten. Dank sei den Acht, dass ihr gekommen seid. Ich weiß nicht, wie ich das allein schaffen soll. Ich weiß, dass Satile mich einfach wieder rauswerfen würde, doch Natun ist mein ganzes Leben. Ich kann Tel Drelot unmöglich ohne ihn verlassen. Der erste Schritt besteht darin, diesen Schlüssel zu finden. Okay, jetzt ist es nicht die einsame Prinzessin, die gefangen worden ist, die Hilflose, sondern der hilflose Prinz. Der Sohn ist gefangen. Okay, ich habe da ein paar Fragen zu. Sicher. Wisst ihr, es ist schon so lange her, dass ich mit anderen Außenseitern gesprochen habe. Ich hätte nicht gedacht, dass ich es so sehr vermissen würde. Ich meine es nicht böse, doch Natun ist kein Kämpfer. Er hat ein behütetes Leben geführt und Satile ist eine sehr fähige Magierin. Aber er würde ohnehin nicht gegen seine Mutter kämpfen. Bis er mich traf, schien er damit zufrieden zu sein, Satile aufs Wort zu gehorchen. Ich wünschte, ich wüsste es. Wenn sie wie alle anderen Telvanni-Meister wäre, würde ich denken, sie will ihren Sohn nicht an eine Dienerin von niederem Stand verlieren. Doch das scheint für Satile gar nicht wichtig zu sein. Sie legte viel größeren Wert auf ihre Forschung als auf ihren Rang. Soweit ich das verstanden habe, versucht sie, die Knahaten-Grippe zu heilen. Diese nahm ihrem Gatten vor vielen Jahren das Leben, als Natun noch ein Säugling war. Ich bin mir sicher, sie war deshalb so beschützerisch gegenüber ihrem Sohn. Doch so kann man ihn nicht leben lassen. Ich habe gehört, dass Satile Probanden im Isolationsturm festhält. Falls sie ihn irgendwo festhält, dann dort, denke ich. Er verbringt die meiste Zeit auf dem Balkon des Hauptturms. Doch seitdem ich gegangen bin, war er nicht mehr hier draußen. Vielleicht hat Daddy Krankheit und wird als Versuchsobjekt benutzt. Meint ihr, Satile ließe euch und Natun gewähren, falls ihr nicht vorhättet, von hier vorzugehen? Was spielt das für eine Rolle? Natun hat es verdient, seine eigenen Entscheidungen treffen zu können, ungeachtet der Wünsche seiner Mutter. Und wenn sie wirklich so darüber denkt, warum sagt sie es mir dann nicht einfach, anstatt mich hinauszuwerfen? Ich wollte ihn ihr ja nicht stehlen. Und wie seid ihr nach Tel Drelot gelandet? Diese Frage stelle ich mir fast jeden Tag. Es geschah alles so schnell. Ich hatte eine große Familie in Erntefort. Wir flüchteten aus Cyrodiil nach Osten, als der Krieg der drei Banner begann. Als ich hier ankam, hatte ich alle verloren. Ich war allein. Sie bot mir Obdach und auch ein angemessenes Gehalt. Sie war freundlich zu mir, auf ihre Weise. Ich dachte, sie hätte mich aus reiner Herzensgüte aufgenommen. Doch als sie mich entließ, fragte ich mich, ob sie überhaupt ein Herz hat. Eigentlich sehr wenig. Es geht nicht darum, was sie sagte, sondern beim Packen fand ich eine Notiz in meinen Habseligkeiten, die Natun unterschrieben hatte. Voller verletzender Dinge. Dinge, von denen ich weiß, dass er sie niemals sagen würde. Ihr meint, Satile hat die Notiz verfasst und sich als Natun ausgegeben? Da bin ich mir sicher. Ich kenne Natuns Handschrift. Und noch viel besser kenne ich sein Herz. Er würde niemals solch grausame Dinge zu mir sagen.
Und der Umstand, dass Satile sich diese Lügen ausgedacht hat, schmerzt mich umso mehr. Okay, dann erzählt mir mal mehr über euch beide. Wie wir uns getroffen haben? Das ist eine etwas alberne Geschichte. Ich habe die Angewohnheit, beim Arbeiten zu pfeifen. Lieder aus meiner Heimat, damit mein Kopf etwas zu tun hat. Eines Tages, als ich im Garten arbeitete, hörte ich es. Die Akkorde von Chim El Adabal, die vom Balkon über mir kamen. Er hatte es vorher noch nicht einmal gehört. Er brachte es sich selbst auf der Laute bei, indem er mir einfach nur zuhörte. Er spielte und ich begann wieder zu singen. Es war, als hätte Natyn mir meine Stimme zurückgegeben. Und ich konnte wieder auf eine Weise an meine Heimat denken, dass es sich heilsam anfühlte. Natyn begann, mir Notizen in den Garten zu werfen. Er faltete sie so wunderschön, dass sie aussahen wie Blumen. Er erfand Ausreden, um nach mir rufen zu können. Wir blieben die ganze Nacht wach, um uns zu unterhalten und zu lesen. Es dauerte lange, bis wir beide uns unsere Gefühle eingestehen konnten. Das war ich. Ich deutete an, dass Satile ihn vielleicht etwas zu sehr behütet. Wir hätten uns schon fast darüber gestritten, wenn ich nicht zugegeben hätte, dass ich mich in ihn verliebt hatte. Doch ich war nicht sicher, ob ich für immer in Tel Drelot bleiben will, wie Satile. Warum hattet ihr euch entschieden, Tel Drelot zusammen zu verlassen? Erst vor kurzem. Das war Natyns Idee. Nachdem ich meine Familie verloren hatte, suchte ich nach Sicherheit und fand sie in Tel Drelot. Doch im Laufe der Zeit erkannten wir beide, dass das Leben zu kurz und zu kostbar ist, um an einem Ort festzuhängen. Wir entschieden uns, dass wir die Welt sehen wollten. Ach, was für ein tolles Liebespaar. Ja, also der Typ ist immer gefangen. Das hat man ja schon mal mitbekommen. Da ist der Hauptturm. Und man sieht im Norden den Isolationsturm. Okay. Ja, dann gehen wir erstmal in den Hauptturm hier alles erledigen und dann... Sie sind nicht wie die Türme zu Hause, doch sie sind auf ihre Weise auch schön. Nee. Sehen aus wie alte Pilze, hier irgendwie mit Gedärmen dran geklebt. Wo sind die denn schön? Ich finde die nicht schön. Und dann auch noch hier so am Schleimen und am Tropfen und so. Pilze sind doch nicht schön. Hallo? Warum will man überhaupt in sowas wohnen? Ich habe mal gehört, die sollen sogar giftig sein, Schimmelpilze. Okay, die zusammengefasste Geschichte des Haus Telvanni. Wenn ihr das schon immer mal lesen wollt, könnt ihr jetzt Pause drücken. Ja, vor allen Dingen auf YouTube. Sind ganz, ganz viele Seiten, 6 Seiten über die Telvanni. Jo, aber das lesen wir jetzt nicht alles. Den haben wir hier, der redet nicht mit uns, irgendein Diener. Dann gehen wir mal, hä? Wir gehen nirgendwo hin, doch da. Vorzimmer. Gut, bisher hat uns niemand bemerkt. Mhm. Da ist noch ein kleiner Raum, aber ich gehe mal nach oben. Wie viele Bücher die haben. Und dann so Treppen für nix, ne? Treppen hierfür, gegen die Pilze zu laufen. Also, komische Architektur. Eine Blaupause. Dunkelelfisches Gestell. Ist leider nur 50 Gold wert. Lassen wir einfach mal drin. Rein wegen Platzmangel. Der Schlüssel ist in dieser Truhe. Ein Ersatz, falls die Forscher ihren verlegen. Okay. Was ist das für ein Sessel? Ist das ein Sessel oder ist das ein Schrank? Das ist eine Kommode, okay. Pilzkommode. Schlüssel zum Laboratorium. In den Kavernen unter Tel Drelot. Unterhalten wir uns kurz. Ja. Die will auf jeden Fall ihren Sohn heilen, denke ich mir mal. Und keiner weiß was darüber. Alles klar, wir haben den Schlüssel. Das läuft besser, als ich gedacht hätte. Und es ist seltsam. Alles hier drin sieht so anders aus ohne die Schutzzauber. Es fühlt sich alles so leer an. Hä? Welche Schutzzauber? Worüber redest du auf einmal? War bis jetzt kein Thema. Natyns Schutzzauber. Ihr wisst schon, Satiles magische Barrieren, die Natyns Hälfte des Turms isoliert halten. Ich konnte sie gar nicht durchqueren. Das Saubermachen war ihretwegen wirklich ein Problem. Ich hatte die Schutzzauber schon erwähnt, oder nicht?
Bla bla. Nein. Entschuldigt, ich bin wohl schon so lange hier, dass es für mich ganz gewöhnlich geworden ist. Satile sagte, die Außenwelt könne Natin töten und sie arbeite an einem Heilmittel. Doch soweit ich weiß, haben sie und ihr Gatte versucht, die Gnaten-Grippe zu heilen. Sag ich doch, Heilmittel und den Sohn heilen. Ich wusste das. Ihr Gatte? Er starb schon vor Jahren, als Natin noch ein Säugling war. Durch die Krankheit, die sie zu heilen versuchten. Satile muss Natin aus Angst davor, ihn auch zu verlieren, abgeschirmt haben. Sie tut es aus Liebe. Das kann ich verstehen. Doch das macht es nicht richtig. Okay, da wir nun den Schlüssel haben, wie kommen wir zu Natin? Wir nehmen die Portalplattform zum Keller. Dann erlaubt es uns der Schlüssel, die Labore zu betreten. Von dort aus müssen wir nur noch die Kavernen zum Isolationsturm durchqueren. Solange wir nicht Satile begegnen, werden die anderen zu beschäftigt sein, um uns aufzuhalten. Komplizierter geht es nicht. Okay, was geschieht, wenn wir Satile begegnen? Gute Frage. Ich habe sie nie als besonders kämpferisch erlebt. Doch wenn Natins Schutzzauber ein Indikator sind, so verfügt sie über sehr starke Magie, die sie nutzen könnte, um uns hinauszugeleiten. Okay, was ist mit den Forschern? Werden sie versuchen, uns aufzuhalten? Natins Wohlergehen ist eine Familienangelegenheit und die Forscher sind sehr auf ihre Arbeit konzentriert. Sie haben die Aufgabe, bei ihren Probanden auf die kleinsten Veränderungen zu achten. Von daher werden sie uns nicht lange im Auge behalten können. Probanden? Testobjekte für ihre Experimente. Tiere, soweit ich weiß. Manche der Experimente sind recht blutig. Aus genau diesem Grund halte ich mich vom Labor fern. Ich habe gehört, dass manche dieser Telvanni Sklaven für solche Dinge einsetzen. Aber Satile ist anders. Ah ja. Hat Terin Drelot eines dieser Heilmittel an Natin ausprobiert? Nein. Und genau das macht mir Sorgen. Sie hat keines der Heilmittel an ihm ausprobiert, weil es nichts zu heilen gibt. Er ist nicht krank. Sie will einfach nur die Kontrolle über ihn behalten. Der arme Natin. Seine Mutter liebt ihn. Doch es ist fast so, als wäre sie die Kranke. Tja, schauen wir mal. Gut, dann gucken wir mal. Jetzt ist eine andere Quest da. Konklave des Schicksals. Moment. Ich wechsle mal hier kurz die Quest. So. Dann gehen wir mal in die Kaverne. Porten wir mal runter in den Keller. Ich glaube nicht, dass ich es jemals so leer hier unten gesehen habe. Wo sind alle? Ja, also irgendwas stimmt hier nicht. Wenn hier keiner mehr ist, das muss doch irgendwas zu sagen haben. Okay. Vielleicht sind sie alle ein okkultes Ritual am Unternehmen.